Okay, dann fange ich mal an. Also wie gesagt, mein Name ist Claudia Heidrich, ich bin die Vertretung für die Frau Geisenhainer. Ich möchte sprechen über unser ASC Gold for Gold Projekt. Das nennen wir den Brückenschlag vom Subskriptionsmodell zum Open Access. Wir haben eine Brücke gebaut, die ist mit Sicherheit nicht geradlinig und die ist auch rechts und links noch ein bisschen holprig und steinig. Wir sind aber trotzdem sehr zufrieden, wie wir angefangen haben. So, ich versuche also in 15 Minuten zu sagen, noch mal ganz kurz, wer wir sind, falls Sie uns nicht kennen, was unser ASC Gold for Gold Projekt heißt und die Allianz, innerhalb der Allianz-Lizenz und unsere Vorstellung zu Open Access und nachhaltigen Publikationswesen. Unsere Gesellschaft wurde vor über 170 Jahren gegründet. Wir sind eine der größten gemeinnützigen Organisationen. Wir wollen, das ist unser Hauptziel, die chemischen Wissenschaften weiterentwickeln. Wir sind ein Berufsverband mit 50.000 Mitgliedern weltweit und wir haben ein internationales und anerkanntes Verlagsprogramm mit über 40 Zeitschriften. Die Frau Geisenhainer und ich arbeiten von unserem Berliner Büro aus. Das ist ganz neu, das haben wir seit Januar. Und Büros gibt es aber wirklich überall verteilt. Der Hauptsitz ist in Cambridge. Wir haben Büro in Indien, in Brasilien, in China. Also wir sind schon sehr gut vertreten. Kurz zu unserem Angebot. Da sind unsere wichtigsten Journale gerade. Vielleicht die mit der Chemie zu tun haben, werden die Titel kennen. Dazu kommen einige Bücher, das sind mittlerweile, ich sage einige, sind über 1200. Wir haben Magazine, da sind unsere Datenbanken und na, da haben wir den Merck-Index online, ChemSpider als freie Datenbank und wir machen auch weiter, es werden jedes Jahr mehr Journale publiziert, das sind alles unsere eigenen Inhalte, also wir verlegen wirklich nur ASC-Content. Ja, das sind wirklich neue ASC-Journale, die wir in den letzten 6 Jahren rausgebracht haben. Das ist sehr beachtlich. So, unser Gold for Gold Projekt, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, alle Einrichtungen, die unser ASC-Gold-Paket subskribieren. Das sind wirklich alle Zeitschriften, die wir haben, also der gesamte ASC-Content. Das ist eine E-Book-Reihe. Das sind unsere Datenbanken, bekommen Open Access-Gutscheine für Gold Open Access im Wert der Subskription. Also pro 1600 Pfund geben wir einen Open Access-Gutschein raus. Warum machen wir das? Wir wissen, dass Wissenschaftler mehr und mehr angehalten sind, Open Access zu publizieren, aber die finanziellen Mittel nicht vorhanden oder nicht ausreichend sind. Und ja, das ist einfach unsere Contribution, das deutsche Wort kommt gerade nicht, unser Beitrag, um den Open Access Weg einfach weiterzubringen. In den letzten 24 Monaten haben wir tatsächlich 18 Millionen, also Gutscheine im Wert von 18 Millionen Pfund weltweit vergeben. So, wir haben einfach mal überlegt, wir zeigen mal, was die APCs bei uns sind oder wie hoch die sind. Und vielleicht die Frage würde sicherlich kommen, wie kommen wir auf 1600 Pfund? Wir haben einfach eigentlich eine Art Durchschnittswert genommen, wobei wir wesentlich mehr Primary Papers und Reviews publizieren als Communications oder Technical Notes. Und ja, also nur zur Erklärung, wie sich diese 1600 Pfund zusammensetzen. Unsere ASC Gold Allianz Lizenz in Deutschland ist seit 2014 die DFG fördert also unser ASC Gold Paket. Die teilnehmenden Einrichtungen, das sind 91 in Deutschland, alle Max-Planck-Institute und alle Fraunhofer-Institute, haben Zugriff auf unser gesamtes Paket. Und wir haben in diesem Jahr 950 Open Access Gutscheine ausgegeben.
Für viele Einrichtungen war das die erste aktive Rolle im Open Access-Geschehen. Was haben wir gemacht? Am Anfang des Jahres wurden die Einrichtungen zu einem Webinar eingeladen. Frau Geisenhainer hat also erklärt, was wir vorhaben, wie das Prozedere abläuft, hat alle möglichen Fragen beantwortet zum Thema Open Access Einreichung bei uns. Und mehr als 40 Einrichtungen haben daran teilgenommen und haben sich einfach so die gesamten Hintergrundinformationen geholt. Das, wie wir mitgekriegt haben, war die größte Frage eigentlich, wie wird das organisiert? Passiert das in der Bibliothek? Passiert das in den Fakultäten? Wer könnte unser ASC Gold for Gold Contact, wie wir diese Person eben nennen, werden? Ich glaube, da gab es anfänglich die größte Irritation, aber das hat sich, denke ich mal, ganz gut gelöst. Ja, und dann ging es los. Wir haben ein paar Vergleichszahlen natürlich aus 2013, weil es schon Einrichtungen gab, die unser ASC Gold Paket subskribiert haben und somit auch Gutscheine bekommen haben. Das ist ganz schön, dass wir einfach ein paar Vergleichszahlen haben dadurch. Also in 2013 sind 68% der Gutscheine eingesetzt worden. Allerdings haben wir auch nur 155 vergeben. In 2014 eben 951 vergeben, bisher sind 262 eingesetzt worden. Das bringt uns zu 28%. Wir haben jetzt Anfang September, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mindestens unsere 68% auch schaffen. Das Interesse ist einfach groß. Ja, eine nicht so schöne Zahl, 48 Einrichtungen haben noch keine Tokens eingesetzt. Das ist wirklich schade, weil die einfach 406 Tokens zurückhalten. Ja, müssen wir so sagen, da wir kriegen eben ganz viele Anfragen von anderen Einrichtungen, da sind die Gutscheine längst vergeben. Und ja, und dann gibt es eben andere, die noch nicht mitmachen wollen oder können, das wissen wir nicht. Wir kriegen eben Antworten, dass es keine Ressourcen da sind, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlen möchte oder keine Zeit hat. Oder es wird auch gesagt, es soll erst abgewartet werden und am Ende des Jahres wird geguckt, wie die Voucher verteilt werden, was auch nicht wirklich der Idee von Gold Open Access entspricht. Aber wir arbeiten dran, um da alle Einrichtungen zu überzeugen. Ja, Max Planck haben wir gerade oder habe ich heute schon mehrmals besprochen, hat bereits alle Tokens genutzt. Das waren, glaube ich, um die 80. Und geplant ist, dass Anfang Februar 2015 die übrig gebliebenen Gutscheine wieder eingesammelt werden und verteilt werden. Aber entschieden ist das meines Erachtens noch nicht. Das ist auch nur ein derzeitiger Plan. So, nun waren wir in Deutschland, gucken wir einfach mal weltweit, wie unsere Gutscheine genutzt werden. Weltweit sind im letzten Jahr 26% eingesetzt worden. Vergeben haben wir 4.197. In 2014 sind 7.200 vergeben worden und bisher sind 12% eingesetzt worden. Damit kann man eigentlich sagen, dass sich Deutschland da ganz gut macht, wenn man das mal vergleicht. Genau, gucken wir noch mal anders auf das Ganze. 650 Institutionen haben die Möglichkeit, diese Gold for Gold Voucher zu benutzen. Und in 2013 sind auf diesem Weg 1104 Artikel Open Access gegeben worden aus 187 Einrichtungen und aus 26 Ländern. Genau, dann gucken wir einfach mal, wo Open Access publiziert wird in unseren Zeitschriften. Man sieht, das ist wirklich auf alle verteilt. Der höchste Anteil ist in Chemical Science. Dazu habe ich auch gleich ein paar Neuigkeiten, ein paar Slides. Und hier gucken wir einfach mal, das soll ein Vergleich sein, wie unsere Gold for Gold Voucher genutzt werden im Vergleich zu Open Access Artikel, die eben auf dem bezahlten Weg Open Access gehen. Und ja, kann man sehr gut sehen, Gold for Gold hat sich da einfach durchgesetzt. Die bezahlten Voucher mit den APC ist ein wesentlich geringerer Anteil.
Ja, unsere News, Chemical Science, eben das Journal mit dem höchsten Open Access Publikation, geht ab Januar 2015, wird das unser erstes Open Access Journal. Es ist unser bedeutendstes und auch weltweit ist es eines der bedeutendsten in dem Bereich Chemie. Es hat einen Impact Factor von 8,3. Und die ASC hat entschieden, für die ersten 2 Jahre auf die Article Processing Charge zu verzichten. Einfach wieder, um einen weiteren Beitrag zu leisten und auch um dem Journal auch eine Chance zu geben, dass es eben gut gefüllt wird, weiterhin mit wichtigen Inhalten. Das waren die News. Gucken wir einfach mal weltweit. Wo kommt Open Access her? Das ist Europa und die USA. Und ja, das sind auch die einzigen beiden Schwerpunkte. Aus China zum Beispiel bekommen wir die meisten Publikationen, aber scheint überhaupt kein Interesse an Open Access zu sein. Warum auch immer, ob das Interesse nicht da ist, ob die noch nicht so weit sind, das wissen wir nicht genau. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Übersicht, was so weltweit passiert. Wir benutzen die Creative Commons Attribution, die CC BY und die CC BY NC Lizenz. Wenn es dazu Fragen gibt, habe ich einfach mal den Link mit reinkopiert, findet man auch ganz leicht auf unserer Webseite. Wenn es detaillierte Fragen mal dazu gibt, würde ich Sie bitten, einfach mit uns in Kontakt zu treten. Wir bringen dann die Verbindung zu unserer Rechtsabteilung einfach her. Und damit habe ich schon diverse Fragen, glaube ich, vorweggenommen. Genau. Und unser Standpunkt, den lese ich jetzt einfach mal. Die ASC unterstützt alle Open Access Wege, welche den Zugang zu Forschungsinhalten maximieren und eine nachhaltige Basis für qualitativ hochwertige wissenschaftliche Veröffentlichungen gewährleisten. Für uns ist der Gold Open Access Weg der nachhaltigere und ja, in den investieren wir eben auch mehr, aber nichtsdestotrotz unterstützen wir auch den grünen Weg. Wir haben unser Chemical Sciences Article Repository seit 2013, nutzbar für alle Einrichtungen, können sich registrieren und unser Repository nutzen, wenn es um Inhalte aus der Chemie geht. Autoren oder Einrichtungen können die Artikel dort archivieren, auch von anderen Verlagen. Einfach nochmal die Vorteile von Gold for Gold. Für die Autoren ist es eine einfache Lösung, Open Access zu publizieren. Es bringt natürlich mehr Sichtbarkeit für eigene Forschungsergebnisse und den Weg, den wir gegeben haben, vermeidet eben zusätzliche Zahlungen oder Zahlungsanträge, um den ersten Schritt zu nennen. Für die Bibliothekare auch ein Feedback, was wir eben sehr häufig bekommen. Es ist eine super Möglichkeit, näher an die Autoren ranzukommen und an die Fakultäten. Es ist auch eine Gelegenheit, den Open Access Weg mitzugestalten. Also wir nehmen auch gerne Feedback an, wir reagieren auch auf Anregungen. Ja, das ist auf alle Fälle die Gelegenheit. Ja, und wir wollen einfach damit auch einfach Bibliothek und Fakultät wieder näher aneinander führen. Für die Einrichtung auch ganz klar, Profil wird geschärft, wenn die Inhalte lesbar sind, wenn man sehen kann, aha, wo kommt eben Chemie in Deutschland her. Das Repositorium kann schneller bestückt werden. Sogar die Einrichtungen, die in unserer Allianz-Lizenz dabei sind, mit dem Original-PDF des Verlages. Genau. Ich glaube, ich habe meine Zeit auch eingehalten. Perfekt. Gibt es Fragen dazu? Ja, Herr Thun. Ja.
Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage mit Blick auf die Überschrift der Session hier, nämlich Transformation. Was Sie mit den Vouchers praktizieren, ist ja, wenn ich es mal grob benennen darf, so eine Art Hybridmodell. Und Sie haben jetzt dargestellt, dass Sie Ihr eigentliches Flagship-Journal umgestellt haben von einem Hybridansatz auf vollständigen Open Access. Wenn ich mir aber den Prozentanteil von Open Access, ob jetzt mit oder ohne Voucher, da rein ansehe, kann die Umstellung überhaupt nichts von diesen Vouchers und damit überhaupt nichts mit Gold for Gold zu tun haben, sondern muss anderen Gesetzmäßigkeiten und Gegebenheiten folgen. Wie bringen Sie das zusammen? Oder vielleicht um zwei Fragen zu stellen, was war tatsächlich der Hauptgrund, das Flagship schon jetzt trotz eines noch vergleichsweise geringen Anteils an Open Access umzustellen? Und zweitens, sind die Voucher tatsächlich als Instrument auch strategisch so konzipiert, um darüber Journals vollständig in den Open Access zu migrieren? Also ich beantworte mal die zweite Frage zuerst. Das sind die Voucher mit Sicherheit nicht und es ist, wird auch nicht der Plan sein, alle Journale irgendwann mal Open Access zu geben. Das war wirklich jetzt ein Anfang. Wir wissen ja auch nicht, wie der goldene Weg in 2 Jahren oder in 3 Jahren aussieht und wir reagieren einfach. Und zum Beispiel mit Chemical Science die Entscheidung, dieses Journal Open Access zu machen, das ist unser Beitrag, ganz ehrlich. Und wir wollten auch die Ersten sein, die so ein Journal mit so einem Impact Factor Open Access geben. Genau, weil wir haben ja, unser Statement ist, wir wollen alles vorantreiben und damit müssen wir eben auch ja, solche Beiträge leisten. Also das muss ich ganz klar so sagen. Weitere Fragen? Christian Buchnert vom Schweizer Nationalbank. Also ich finde es wirklich immer super, wenn RSC sein Open Access Modell vorstellt. Ich finde es wirklich super, und an uns Bibliothekaren häufig dann vorwirft, so ihr macht zu wenig, was dann teilweise der Fall ist, wenn man sieht, dass die Vouchers nicht eingelöst werden. Eine Frage, die ich habe, weil ich habe das ein bisschen durchgerechnet für die Schweiz. Sabine Geisenhain hat in der Schweiz mal vorgestellt, dass die Schweiz etwa 110 Vouchers bekommt im Jahre 2013. Und der Publikationsoutput von der Schweiz ist etwa nach ihren Zahlen 325. Und ich denke, so bei Transformationen geht man davon aus, dass man eine gewisse es kommt eine gewisse neue Wahrheit hinzu, dass forschungsintensive Universitäten mehr bezahlen müssen, aber das ist ja schon über die Schweiz gerechnet. Und ein Faktor 3 finde ich einfach sehr viel jetzt. Also kann man ein bisschen böse vermuten, möchte RSC mit der frühen Umstellung zu Gold einfach mehr Geld machen? Nee, tatsächlich nicht. Also für die Schweiz muss ich beispielsweise sagen, dass das auch sehr historisch gewachsen ist. Also gerade das Schweizer Konsortium zahlt Subskriptionsgebühren, die wirklich lange her sind. Sie haben einfach zu gute Preise jetzt im Vergleich zu Deutschland. Also ich hoffe nicht, dass ich der Frau Geisenhainer jetzt hier irgendwas vorwegnehme, aber es ist tatsächlich so. Also daher passt auch das Verhältnis Gutscheine und Publikation nicht, denn in anderen Ländern passt das wirklich sehr, sehr gut. Also ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Tschechien zusammen, die bezahlen tatsächlich höhere Preise als in der Schweiz. Ja, und da passt das. Da ist das Verhältnis richtig gegeben. Wie ist es in Deutschland? Weil das wurde ja auch genannt. Nochmal bitte? Wie ist das Verhältnis in Deutschland? Wenn man jetzt alles umstellen würde. Genau. Also in Deutschland müsste ich tatsächlich, das können wir gerne, ich würde meine Karte gerne geben, müsste ich mir angucken, wie viele Artikel insgesamt in 2013 publiziert worden sind. Aber was wir bisher so sehen, passt das sehr gut. Also große Universitäten mit einem hohen Aufkommen an Publikationen können sehr gut ihre Voucher bei uns verbrauchen. Ja, das ist schon sehr ausgewogen. Es sind ja eben noch viele ungenutzt. Also ich habe noch keine wirklichen Zahlen gerade. Für 2014 und 2013 kenne ich jetzt gerade nicht die Gesamtzahl der Publikationen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich die Frau Geisenhainer das alles gut durchdacht hat und geprüft hat und dass das auch mit der DFG gut geklärt wurde oder mit dem Tipp. Danke.
Ich habe eine Frage zu diesem Verfallsdatum, das Sie jetzt eingeführt haben für die Tokens. Sie haben gesagt, Sie überlegen sich, nicht genutzte Tokens wieder einzuziehen und dann an andere vielleicht was benutzen. Das überlegen nicht wir. Wir würden uns sehr freuen, wenn die so schnell wie möglich wieder zurückgegeben würden. Das ist jetzt das... Dann ist das vielleicht ein Missverständnis. Also aus Ihrer Darstellung hatte ich entnommen, dass im Laufe des Jahres 2014 dann überlegt wird, die nicht genutzten Tokens anders zu verteilen. Genau, also Einrichtungen, die Tokens von Ihnen bekommen haben, und das ist ja sozusagen eine 1:1 Korrelation zu den Zahlungen, die die geleistet haben, diese Tokens dann an andere zu verteilen, ist ein etwas neuer Aspekt in diesem Modell. Wie gesagt, das noch ein bisschen was. Ja, kann ich kurz sagen. Also das, wir haben die Gutscheine ausgegeben, wir haben trainiert, wir machen dafür sehr viel Werbung. Was jetzt mit den übrig gebliebenen Gutscheinen passiert, das ist tatsächlich eine Sache mit der DFG und der TIP. Wir machen da mit, aber das ist nicht unsere Entscheidung. Also ich denke mal, also für ich persönlich, weil ich eben so viel höre, ach, unsere Gutscheine sind alle, würde mich persönlich freuen, wenn die sofort verteilt werden, aber so wird das wohl nicht funktionieren. Dazu kenne ich allerdings auch keine Hintergründe, weil ich einfach zu wenig mit der Allianz-Lizenz da zu tun habe, aber auch das können wir gerne per E-Mail klären, da müssen wir die Frau Geisenhainer mit an Bord holen. Bezog sich das nur auf Allianz-Lizenz, nicht weltweit? Ja, das ist nur die in Deutschland, genau. Weil genau meine ersten Slides waren ja, dass eben so viele Tokens nicht genutzt werden und viele Einrichtungen alle aufgebraucht haben. Aber weltweit, nein, also da können auch, es werden jetzt auch noch Gutscheine aus 2013 benutzt. Wir haben da kein Ablaufdatum. Weltweit war der Anteil der ungenutzten Tokens sehr viel höher. Ja, genau, aber es geht, ich muss sagen, je mehr wir für dieses Projekt werben, je mehr Zuspruch kommt auch. Also es werden jetzt auch noch 2013 Gutscheine eingesetzt. Ja, die Zahl kann auch am Ende des Jahres noch ganz anders aussehen. Sie wird nicht so viel anders aussehen, aber sie wird anders aussehen. Danke für die Fragen, dann denke ich, gehen wir zum nächsten Sprecher.